Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind noch mit den Ölfässern unterwegs. Wir haben in der letzten Folge kurzerhand uns dazu entschlossen, nachdem wir einen kleinen Ausfall von Raphael hatten, den Hammer zu bergen. Übrigens, Raphael, Seppi und Exe sind auch wieder dabei. Servus. So, warte mal, ich... Okay, jetzt haben wir hier meinst noch wohl einen Manus-bedingten Raphael-Auswahl? Nein. Ich weiß jetzt gar nicht, was du da mit ansprechen willst. Oh, Moment. Anhänger lösen? Hä? Hast du ihn jetzt angenommen, oder? Ja, aber der Kurbel... Der Auftrag ist angenommen. Aber der Kurbel den Anhänger also, gar nicht an. Bei mir schaut's an, wie wenn er... Schaut's aus, wie wenn er dran wäre. Wenn du ihn anhängst. Nö. Soll ich mal weiter rausziehen, ein Stück? Ja, zieh mal ein Stück raus. Ah, das kann sein, dass er vielleicht wie bei der Sattelaufleger, wenn du doch zu großen Winkel hast, dass er den nicht mehr nimmt. Zieh mal ein Stück raus. Ich kann ihn nicht, der sagt Windenangebot abgelehnt, obwohl ich... Naja, ich kann den auch nicht anhängen. Also wie wenn der Anhänger nicht existiert. Aber du wärst... Ja, aber du hast ihn eigentlich dran, den Anhänger, weil ich kann ihn nicht anhängen. Also ich kann ihn nicht ziehen, weil immer das Windenangebot abgelehnt wird. Warte mal. Probier jetzt mal. Warte. Nee, immer noch nicht. Jetzt sei, warte. Jetzt hab ich ihn dran. Ja, gut. Stopp. Gibt's ja nicht. Ah. Jetzt, oder? Aber der ist wie versteinert. Der hängt zwar dran, aber ich komme keinen Zentimeter. Kannst du ihn nochmal an? Warte mal. Warte, ich mach mal Neustart. Da drüben. Hier stehst du mitten im Anhänger drin. Naja, die Synchronisation haben sie echt gut gefixt im letzten 1 GB Update. Epic! Macht was! Das ist scheiße! Ich kann ihn nicht neu starten. Warum? Warte mal. Kann ich ihn lösen? Und jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, angenommen. Vielleicht muss jemand anders hin. Warte, lass mich rausfahren! Zieh den Anhänger nochmal bitte. Ach man, das ist doch Mist. So, ja. Leute, müssen wir mal schauen. Wenn nicht, lassen wir den jetzt hier zurück, weil unser eigentlicher Auftrag geht ja in die Berge. Das heißt, wir müssen auf die nächste Karte in dem Sinne. Schau mal, ob der, vielleicht musst du reinfahren, Tino, und neu starten. Ja. Vielleicht kann ich das nicht. Aber du kannst dir trotzdem mal noch ein Stück vorziehen, bitte. In meine Richtung oder in deine? Deine. Okay. Du kannst ihn bewegen, problemlos. Warte mal kurz. Ja. Fass mal schnell zum Auftrag. Autschi. Okay. Aufpassen, da geht's rechts ein bisschen runter. Nicht, dass es runterstürzt. Nee, neu starten geht nicht. Ha. Na, lass mal nicht da. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn du wieder neue Lobby machst oder Singleplayer, vielleicht geht's dann wieder. Da wohin? Geradeaus, oder? Ja, geradeaus. Aber theoretisch, warte mal, wir machen es anders. Häng du ihn an. Weil bei dir funktioniert er. Ja, da ist einer. Das ist so was, habe ich auch noch nicht erlebt. Wer soll ihn denn jetzt anhängen, den Anhänger? Du! Ja, deswegen fahre ich hier hin. Ja, mach. Lieferungen in die Berge. Verfolgung starten. Okay. Das ist mal wieder aktiv. Ja, hör doch auf zu stressen. So, komm, dann fahren wir schon mal weiter. Jawohl, Raphael müssen wir mitnehmen. Der, wenn der den Anhänger. Jawohl, der hat genug Power. Komm, Seppi, guck mal, wie du hochfährst. Oh, jetzt aber. Also, die Ölfässer sehen mir auch ein bisschen
naja, ich will es mal sagen, undicht aus. Aber nur ganz dezent. Könnte am Geschuckel liegen oder ich weiß nicht, an was das liegt. Bin sehr gespannt, wo wir dann auf der anderen Seite der Karte hin müssen. Oha. Seppi, lass mich nicht zurück. Oha, Tiefschnee. Aber volles Rohr. Ja, es geht, es geht, es geht. Oh, jetzt Gas. Raphael, kommst du durch? Ja. Okidoki. Ah, das sieht gut aus, Sebi. Das sieht gut aus. Also, Sandwich ist eigentlich nicht so mein Fall, Leute. Ne? Das, ich bin da nicht so der Typ dafür. Aber du bist immer wieder mittendrin. Ja. Ich merke das schon. Sebi, du hast da einen ziemlich großen Stein von dir. Alter Vater. Ja, 100 Liter habe ich auch nur noch, ne? Aber ich will es mal noch ein bisschen rauszögern, weil extra brauchen wir so 5 bis 10 Minuten, bis es den Sprit drüben ankommt, da war der LKW. Ja, mittlerweile bin ich dein Ebo. Echt? Natürlich. Hast du rausgefunden, wie es geht, ja? Natürlich. Warte mal, ist Raphael noch da? Raphael ist nur in sich. Nee, ich bin nicht ganz, ich muss halt ein bisschen zu kämpfen. Nimm mir mal mit, also, Excel. Mich müsste jemand, also das brauche ich ewig, bis ich da draußen bin. Bewegt mich, glaube ich, gerade 1 Millimeter pro Stunde. Lenken ist wichtig. Ja. Echt, oder? Ja, ja. Links, rechts, dann geht's. Wirklich so. So, Sebi, wir fahren weiter. Oder? Erst tanken, weil du weißt nicht, wo der nächste Tanke ist auf deiner Map. Naja, gut, wir haben einen Tanker dabei. Ja, bis die kommen. Naja, hast du recht. Ich fühle mich ganz langsam hier raus. Oh. So. Beide die Winde falsch angehängt. Jetzt. Boah. So, ich bin voll auf dem Gas. Wenn ihr kreist wie ein Schiff. Wie ein Flugzeugträger. So. Gut, Sebi, wir müssen nur noch hier hoch und dann haben wir's. Das ist der Wetter, Raphael. Aber ihr müsst, ich muss beeilen, Jungs. Ihr müsst doch mit. Ja, jo. Weil ich weiß nicht, wie das jetzt, ich weiß nicht, wie das jetzt überhaupt funktioniert. Ja, wenn ich jetzt durchgehe, ob ihr alle geportet werdet oder. Ja, dann warten wir noch, bis ich da bin. Ja, Raphael, ich mach dich ab, lass rollen. Oh, ja. Oh. Weg! Scheiße. Schade, dass man keine Seilschaft machen kann. Das ist wirklich schade, ja, finde ich auch. Ah, okay, ihr seid gleich an der Tanke, ne? Passt schon, da komme ich hoch. Ah, okay. So, wir sind eigentlich. Wir sind fast am Tunneleingang, Jungs. Nein, wir sind ja auf dem frischen Weg, oder? Vorne dann rechts oder links? Links geht's zum Tunnel, rechts zur Tanke. Ja, die Tanke fahrt ihr ja direkt drauf zu. Also links müsst ihr dann zum Tunnel. Ja. Wechsel, warte. Warte. Na, ich komm schon, nur langsam. Der Anhänger, der ist halt echt für ein Arsch, ey. Ach, du hast einen Anhänger dran, sehe ich nicht. Ja, ja. Siehst du meinen Anhänger nicht? Fahr zu. Ich bin mehr als gespannt, ob du den jetzt abgegeben kriegst. Wo muss der hin? In die Tanke. Tankstelle, oder? Tankstelle. Okay, warte mal. Und wohin? Das guck mal, siehst du es? Yo! Ja, geil, Alter. Perfekt. Ich tank nochmal schnell vor. Weil mein Ding schluckt wie Arsch, ey. Das ist abartig. Boah, 300 Belohnung! Das ist natürlich geil. Aber ich müsste doch langsam auch mal ein Level aufsteigen. Wo sehe ich denn, wie viele Punkte mir noch fehlen? Wenn du in der Map bist und dann F4 drückst. In der Map, okay. Also ich bin auf der neuen Karte, Jungs. Ich bin vorbei, Raphael. Jo. Ich bin auf der neuen Karte tatsächlich.
Ja, du bist doch gerade verschwunden. Was? Da können wir, oh lol, da können wir kartenübergreifend unabhängig voneinander. Das ist ja auch geil. Ja, geradeaus, oder? Ja, einfach nur die geteerte Straße bis ganz hoch folgen. Nee, was soll ich drücken, wenn ich auf der Karte bin? F4 ist es eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das im Multiplayer geht, weil ich sehe es im Multiplayer nicht. Nee. Jetzt rechts hoch, oder? Ah ja, geteerte Straße, okay. Also mit Ketten ist das Eis ja gar kein Problem mehr. Hm. Ach hier, warte mal. Häcksle? Rang 6, okay. Du weißt doch, die sind 460, so dann steige ich auf. 460 noch. Rang 6 bin ich. Gut im Gelände, aber, Sebi? Auf der Straße. Ja. Ach, jo, rechts hoch müssen wir. Wir sind gleich da im Logistikzentrum. Das passt super. Ah, ja. Da ist Raphael schon. Seid ihr auch schon auf der neuen Karte? Ja, ich bin gerade drüber. Häcksle kommt auch gleich. Aber deine Ölfässer hast du noch. Ja, ja, die sind unter. Okay, super. War komisch, dass jetzt nur ich diesen Anhänger anhängen konnte und so, also irgendwie. Ja, du hast den manipuliert, du hast den Auftrag, wieder. Du hast den Auftrag auch aktiviert. Wow, wohin jetzt? Stimmt, du hast den aktiviert. Könnte es daran liegen? Ne, ja, ich glaube schon. Einfach geradeaus oder wo müssen wir hin? Ihr müsst einfach geradeaus durchziehen. Weil nach rechts kommst nicht, musst Brücke bauen. Oh, zweimal ist dort. Was, Brücke bauen? Habe ich gehört? Ja. Und auf der Map ist auch die Pipeline, wo ich nicht durchgekommen bin. Naja, die Map ist echt für den Arsch. Ist gar nicht so groß, sehe ich gerade. Aber hier können wir, Tino, wenn du möchtest, können wir dir hier den Cat besorgen, den ich habe. Echt? Den, ja, der ist hier. Von der Tankstelle zur Polarbasis. Ja, auf die andere komme ich zum Beispiel noch gar nicht rüber, die ist noch gesperrt. Hä? Wieso kann ich nicht? Ich muss doch hier abladen, oder? Ja. Kann ich abladen. Ernsthaft? Hä, wieso kann ich nicht abladen? Warte, vielleicht muss ich dem Auftrag folgen, warte. Ach, den sehe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, kann es sein? Welcher war denn das? Warte, das ist. Lieferung in die Berge, gell? Warte, ja. Verfolgung starten. Ah, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Uha. Rang 13. Schmutzige Tasten? Wo kommt der jetzt her? Jetzt kann ich endlich Schlammreifen aufziehen. Hey, was ist das für ein Auftrag? Schmutzige Tasten. Ich schau mal kurz, was das für eine Map ist. Vielleicht ist das die. Achso, ne, hier ist glaube ich, oder? Ist hier einer von den LKWs? Ich glaube schon. Ah ja, der ist. Gibt's hier auch eine Werkstatt? Nee. Schau mal, ganz kurz. Fahrt mir einfach mal hinterher. Wir holen jetzt Dino den anderen LKW. Na los, auf geht's. Sag mal, hast du Ketten drauf? Ja. Ihr seid so eine Suchtbolzen, Alter, das ist nicht normal. Deswegen fahr ich ja hier wie auf Schienen auf dem Eis. Oh. Alter! Was ist los? Na, da ging gerade gar nichts mit der Lenkung. Ja, hier ist die Straßen werden immer krasser. Also auf der anderen Map, ich glaube Pedro Basis, da ist komplett Eis. Also wenn du da normale Reifen, du rutscht wie Arsch. Oh. Und auf der einen mischigen Map ist nur noch Sumpf. Leicht ins Schleudern kommt, moin. Alter, angehangen. Oh, wie die Titanic, gebremst mit dem Anker. Junge. Ja, komm, da ist Platz für zwei. Was, da vorne links, Rafa? Ja. Ja, hau rein, komm. Ist das ein Offroader, was du hast? Ja. Okay. Ist das der, den... Nee, das ist nicht der, den ich habe.
Nee, den kann man auf einer anderen, auf der Petro Bay Map finden, die was okay. ich gerade fahre. Kann man dir auch irgendwann mal besorgen. Aber guck mal, wie trotzdem meiner gut mithält, ne? Da kannst du echt nichts sagen. Voll. Ja, voll. Das sind die Russen. Die Russen sind der Wahnsinn. Also die Amis, krank. Bis auf den, wo ich jetzt gerade fahre, kannst du die Amis eigentlich komplett in die Tonne treten. Ja. Achtung! Da wollte er sich vorbeisneaken, hat nicht ganz funktioniert, ne? Nee. Boah, da kommt was Dickes von hinten. Aber ich find's ja krass, was die Reifen allein schon ausmachen. Das ist heftig. Das ist irre. Komm jetzt, Level 13, gehen Schlammreifen drauf. Ach, Level 13, Alter, das ist gar nicht normal. Raphael, was bist du schon wieder? Auch 13. Ja, ich hab halt mit Patrick noch gespielt und die gezogen und alle und dann kommt das. Musst du überlegen, wenn wir bei dir mitfahren, wir kriegen ja von dir auch die ganze Zeit die IP-Punkte. Ja, plus, ja. Wenn wir selber noch ein bisschen was machen, weißt. Ja. Bist du hier hochgefahren? Ja. Ja, ich muss hochfahren. Axel, ich hab den Wald mal umgelegt. Kommt ihr hier hoch? Ja, easy. Ganz drauf, ja. Hier können wir kurz tanken, wer tanken muss. Nee. Tank nochmal auf. Nee. Aber deiner ist auch durstig wie noch was. Ja, nee, deiner. ich hab schon noch viel drin, aber ich tanke einfach immer voll, wenn es. Ich vermisse gerade Axel, wo ist denn der? Ah, ich komme mir ganz gemütlich hinterher geschlüppelt. Unglaublich. Sebastian, kannst du mich kurz reparieren? Ich bin gerade über den Stein gefahren, meine Federung ist ein bisschen am Ass. Oh, ich hatte das letzte Mal Platten. So, wo sind wir denn? Das habe ich auch schon geschafft. Hier rechts, hier links hoch wäre ein Turm. Du kannst, wenn du magst. Warte, wo ist denn der Turm? Ich hol den schnell, oder? Wenn du, ja, hol schnell den Turm. Dann warten wir dabei hier. Ich glaube, der ist easy. Perfekt, danke dir. Dann warten wir hier dabei. Sieht Axel auch ein bisschen besser. Wo er langfahren muss, ist ja nicht so einfach in dem Alter. Ich hab grad so ein Säuseln gehört. Ich weiß gar nicht, was das war. Ach, da unten ist er. Wohl, Axel, bei dir gab's ja eigentlich gar keine Navis, oder? Ihr seid ja noch mit Landkarte gefahren. Ja. Sein gescheiter Hunde. Ey, ihr lacht, Alter. Soll ich euch mal was sagen, wo ich mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin? Da gab's keine Navis. Wo ich BIMF war, wir sind mit Landkarte gefahren, Digga. Meine Mutter hat durchs ganze Auto die Landkarte aufgefaltet. Ja, das kenne ich auch. Das ist wirklich so, das ist kein Scheiß. Das kenne ich auch noch. Nach Italien hier Landkarte auf. Wo geht's lang? Ungarn, Landkarte. Ey, und soll ich euch was sagen? Übelst. Ja. Es gab jedes Mal, wenn wir in Urlaub gefahren sind, die übelsten Ausraster, weil ich immer verfahren wurde. Du bist ja prinzipiell, irgendwann wirst du unkonzentriert und irgendwann verpasst du eine Ausfahrt. Und das. Ja. Sebi, du musst dann den LKW, den wir jetzt holen, reparieren und dann müssen wir ziehen. Okay. Aber gerade das mit den Landkarten hat es doch noch schön gemacht, ey. Ja. Hey, du guckst aufs Navi und fahrst. Ja, wenn ich überlege, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, da habe ich auch noch mit Landkarte gefahren, weil da war ja das Navi noch das Mobile fürs Auto unbezahlbar. Ja, das stimmt. Die ersten, die so kamen. Ich glaube, ich habe damals für mein erstes Navi fast 600 Euro gezahlt. Ja, schon Wahnsinn. Stimmt, in der Runde ist ja der Raphaels Küken. Ja. Okay. Unser kleiner BIMF. Unser kleiner Stift. Boah, Alter, hast du gesehen, wie ich hier rumgedriftet bin? Fast ein Furious, Junge. Aua. Richtig geil. Du hast Aua gesagt und warst bei mir noch nicht mal an dem Baum dort. Bin auch gegen die Laterne gefahren. Ja, meine ich doch, mein Gott. Lieber vorher Aua. Ja, Laternenbaum, wa? Aufpassen. Sag mal, wo fahren wir hin? Willst du mich entführen oder so? Und jetzt ins Bämische. Ja. Ich muss ganz kurz gucken. Alles klar, wir sind noch kurz. Ah, die Offroader kommen echt geil hier durch, ey. Ich will mir aber noch. Ich würde mir ganz gerne eigentlich einen Schwerlaster holen. Ja, pass auf, kriegst du gleich.
Weil hier ist auf jeden Fall ein Schwerlastauftrag auf der Kalide. Oh, was ist denn hier für ein kleines Dorf? Aber ich finde schon krass, wie sich der 8.8. ja, durchschiebt. Im vierten Gang. Da ist dein LKW. Aha. Okay. Den muss jetzt, den kannst du jetzt annehmen und dann muss der. Oder warte, lass mal, ich weiß nicht, der Sebi kann wahrscheinlich trotzdem reparieren. Der Sebi muss den reparieren und dann müssen wir ihn schleppen. Und Axel wird ihn tanken müssen, oder? Ne, Tank ist glaube ich voll bei dem. Ach du Scheiße. Aber warte mal, ich hab den doch jetzt angenommen. Ja. Wo muss denn der hin? Zum Sägewerk, ich fahre dann voraus, aber jetzt lass mal erst reparieren. Aber Sägewerk wird mir nicht angezeigt. Ja, ich weiß wohin. Ja, aber wichtig ist, dass wir richtig angenommen haben, den Auftrag. Ja, ja, das ist der richtige. Die Sägemühle ist es da unten. Das ist nicht weit weg. Ah, jetzt ja. Ist ja, 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 na ist klar, das kennt ihr mal. Immer einfach drauffahren. Hast du repariert, Sebi? Ne, noch nicht. Jetzt nicht klauen. Jetzt. Oh, auf geht's, los. Boah. Hier, Axel, voll tanken. Oh, Axel, was machst du? Na, ich mache euch Platz, dass ihr vorbei könnt. Ja, da drüben müssen wir nicht lang an den Mülltonnen. Ja, die standen im Weg. Alter Vater. Sag mal, wenn Axel den jetzt tankt, können wir den da nicht fahren? Nee, du musst ihn erst abliefern, dann kannst du fahren. Aha. Gut, dass ich das Ding jetzt hier dran habe. Das ist ja ekelhaft, Alter. Ist das weit? Nee, nee. Sind wir gleich dort. Aber das Ding ist heftig. Ja. Dann mach ich, müssen wir die 1 reinmachen. So, warte. Aber der ist leer, oder? Ja, ja. Cheap. Weil wenn, cheap. Weil wenn er getankt ist, fährt er mit. Ach so? Nee, der ist nicht leer normalerweise. Also bei mir war er voll. Warte mal, Axel, kannst du tanken? Oder mal gucken, ja, ob der was oder? Braucht. Warte, Tino, fahr links. Sagen, weil hier ist zu viel Matsch. Ja, ja. Ist zu viel Matsch, da brauchst du nicht durchfahren. Den ziehst du nicht durch. So, stopp. Passt was rein oder ist er voll? So, jetzt müsste er drunter sein. Nee. Man rollt einfach nur hinterher, wie so ein Stück. Wie so ein Klotz. Raphael, fahr vorbei, du weißt, wo es hingeht. Jo. Ich mach dann Support für den Tino, falls er nicht mehr weiterkommt. Ja, kannst du Gas geben? Ich muss erst mal Raphael vorbei. Ich brauch nur einen hinter mir, der ein bisschen drücken kann, noch notfalls, den Cat. Axel ist ja noch da. Ja. Axel, ich fahr jetzt nicht so schnell. Du kannst mir also folgen. Wie du das morgen bereuen wirst. Was, morgen? Mein Lehrling. Das! Wie du das so haben wir dich gewettet, Junge. So haben wir dich gewettet. Da kannst du komplett einen Haken dran machen. Das ist dein Übel. Das ist eh dein. Oh, ich genieße das jetzt schon. Also wie der den Cat hier lang zieht, das ist ja im Leben, ey, das ist ja unglaublich. Sag mal, den Cat kann ich behalten. Ja. Ja. Den kannst du dann gleich auf der Karte benutzen, theoretisch. Kann aber der hat halt noch nichts drauf, also du musst ihn erst bergen. Ja, ja. Und dann kannst du einen Container auf, also der kann Container und Tankauflieger. Ach, Sattel hat er gar nicht? Nee, leider nicht. Aber dafür kannst du halt mit dem übelst geil Support machen, wenn wir mehr Spieler machen, weil du kannst halt mit Tanker fahren und kannst die Leute rausziehen und kannst sie auftanken. Ja. Der geht gut im Gelände? Ja. Der hat auch schon Schlammreifen drauf, also der geht richtig ab. So wie der Kolob, der andere. Ja. Ja, ja, ja.
wo ich dann fast, naja gut, eine Runde drehe ich auf jeden Fall mit dem Cat, das steht fest. Oh, 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 wo will der hin? Nach rechts jetzt dann, gell? Ja. Auf der Straße. Lass mal warten, Sebi. Ah, gut gemacht, Manus, gut gemacht. Oh, 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 oh. Sieht aber auch geil aus, der Dicke. Oh, oh, hier, oh, oh. Mit dem ich will nicht sagen, Leute, aber wir kommen geflogen. Ihr müsst fahren. Ich geb Gas, fahren. Ich geb Gas. Ihr müsst fahren. Da ist die Bremsen kaputt hier. Oh, ich kann nicht bremsen in der Mission 3. Oh, lalalala. Und hier, Sebi, Sebi, du watch aus. Links, links, Sebi. Da ist was Großes hinter mir. Der verfolgt mich. Sebi, Sebi, hör auf. Sebi, der will mich überholen. Alter Vater. Da bin ich ja froh, dass die Gaspipeline hier war. Oh, scheiße, meine Frau ist wach. Okay, müssen wir hier rein? Ja. Oh, der. Das war aber drin auf der Kanonenkugel jetzt, du. Der hat mich verfolgt. Der wollte, der, Fläche. Der wollte mich überholen. Und das nächste Schild ist weg. So, jetzt aber. Tada! Ah, Rang 7. Geile Scheiße, Digga. Richtig geile Scheiße. Jetzt kannst du ihn abhängen, kannst du einsteigen und kannst ihn bergen. Oder dann hast du in der Garage. Oder fahren. Der ist doch fit. Also mein Führer schaut nicht mehr gesund aus. Ja, du kannst halt mit dem nur jetzt uns rausziehen, wenn es will. Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby. Sehr schön. Na gut, meine lieben Freunde, dann machen wir erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. War ja echt lustig. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.